So, meine Lieben, zur Frühjahrsputz-Challenge gehört natürlich auch der Bodenputz. Und so easy und einfach wie der Fensterputz funktioniert, so funktioniert auch die Bodenreinigung bei Easy Clean. Wir putzen auch die Fußböden nur mit Wasser. Und da möchte ich dir auch gerne noch mal was zu erklären, warum der Trugschluss eben ist, dass Reinigungsmittel sauber machen. Nein, Reinigungsmittel machen nicht sauber. Reinigungsmittel können Schmutz lösen, der auf der Oberfläche liegt. Ja, das stimmt. Aber reinigen tut dein Lappen, ja, oder ein Bodentuch. Das Bodentuch oder der Lappen, der muss die Eigenschaft haben, dass der Schmutz aufgenommen wird, ja. Das Bodentuch oder der Lappen reinigt, nicht das Reinigungsmittel. Wenn das mal hier oben Klick gemacht hat, dann verstehst du auch meine Mission. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Möppe, unsere Mikrofaser nur mit Wasser reinigen können. Also du brauchst auch zur Bodenreinigung keinen Bodenreiniger. Bodenreiniger und Glasreiniger sind die unnötigsten Reinigungsmittel in deinem Haushalt. Vergiss die. Und noch so ein Gedanke für dich. Wenn du ein Käppchen von dem Bodenreiniger in deinen Eimer Wasser machst, übrigens schleppen wir auch keine Eimer mehr rum. Wenn du das Käppchen Reinigungsmittel in deinen 10 Liter Wassereimer machst, meinst du denn, das Reinigungsmittel macht sauber? Nee. Weißt du, was das Reinigungsmittel macht? Das legt einen Film auf deinen Fußboden und dann trocknet das ab. Und wenn das Licht einfällt auf deinen Fußboden, dann glänzt es, weil in dem Reinigungsmittel irgendwelche Stoffe drin sind, die glitzern. Und dann riecht es noch gut, weil du ja geputzt hast, ja? Es duftet gut. Was passiert? Dein Hirn denkt, es ist sauber. Nein, ist es nicht. Merke dir, sauber riecht nicht. Ja, dein Reinigungsmittel macht nicht sauber. Hier, der Lappen muss sauber machen. Und so ist das mit dem Glasreiniger genauso. Ich kann es nicht oft genug sagen. Glasreiniger hinterlässt auch einen Film auf der Oberfläche. Wenn du das erste Mal mit den Fensterputztüchern geputzt hast, hast du bestimmt schon festgestellt, dass du das erste Mal Streifen hast. Das sind deine alten Reinigungsmittel. Die müssen natürlich erstmal runter. Und so ist das mit dem Fußboden genauso. Hast du jetzt bisher ein Reinigungsmittel benutzt, dann muss der auch erstmal runter. Ärgere dich also nicht, wenn du beim ersten Mal Putzen mit den tollen Möppen von Easy Clean auch Streifen hast. Putze einfach nochmal. Nimm richtig heißes Wasser und putze bitte nochmal. Bleib dran. Reinigungsmittel ist sehr hartnäckig, ja. Also du musst da vielleicht zwei oder dreimal putzen, aber das lohnt sich. Und dann putzt du nur noch mit Wasser und dann wird dein Fußboden wirklich wieder glänzen. Und was das typische Merkmal für zu viel Reinigungsmittel ist zum Beispiel auch, dass der Fußboden bapscht und klebt. Das ist auch alles ganz logisch, wenn du mal überlegst, und diesen Impuls will ich dir geben, wenn das Reinigungsmittel, was du vorher benutzt hast, einen Film auf der Oberfläche hinterlässt, dann fällt der ganze Staub, der ja auch runterfällt aus der Luft oder dein Schmutz an den Schuhen, der bapscht einfach auf dem Fußboden fest. Der Staub und der Schmutz findet tatsächlich einen Klebeuntergrund, vergleichbar mit diesen fürchterlichen Fliegenfänger, ja, wo die Fliege dran bapscht. So ist das hier auch mit den Reinigungsmitteln. Und so ist das auch wieder beim Fensterputz, dass Reinigungsmittel einfach für den Staub natürlich einen Haftungsuntergrund bildet. Und dadurch werden deine Fenster auch viel schneller wieder schmutziger. Und auch dein Fußboden, der wird viel schneller wieder schmutziger, wenn du Reinigungsmittel verwendest. Das wirst du merken, das bestätigen mir ganz viele Kunden, dass sie jetzt einen sauberen, länger sauberen Fußboden haben oder länger saubere Fenster. Und das ist einfach diese Mechanik, die man verstehen muss, dass du bitte zukünftig auf Reinigungsmittel einfach verzichtest, dann hast du es einfacher. Ganz besonders merkt man auch
wenn du zu viel Reinigungsmittel benutzt, dass in den Ecken, die Ecken von manchen Räumen, gerade auf Parkett sieht man das, dass es in den Ecken viel dunkler ist als auf den Laufstraßen, auf den Laufwegen in deiner Wohnung. Ja, da putzt du eben nicht so gründlich mit deinen alten Putzgeräten oder man sagt ja auch, aha, das sind runde Ecken, das ist aber völlig normal, aber der Staub sammelt sich ja in den Ecken und der verbindet sich mit dem Reinigungsmittel und dann wird das immer dunkler mit der Zeit. Wenn du dann keine gescheiten Lappen hast, dann ist das logisch, dass in diesen Ecken gerade alles dunkler wird. Wer mit solchen Putzproblemen zu kämpfen hat, ein kleiner Tipp von mir, dann nimm tatsächlich mal die Mikropaste und das goldene Schwämmchen und schrubb mal die Ecken auf allen Vieren sauber. Das ist leider mal erstmal eine Arbeit, aber hinterher wirst du, wenn du nach der Methode von Easy Clean Putzen deine Fußboden putzt, es viel einfacher haben. Das verspreche ich dir. Das können dir auch ganz viele Kunden bestätigen, dass es einfach viel einfacher, schneller, sauber ist. So, jetzt zu den Möppen. Eine häufig gestellte Frage ist, ich habe den Boden, den Boden, den Boden, was nehme ich für Möppe? Die Frage ist natürlich berechtigt, sonst hätte ich hier nicht so viele Möppe liegen, deswegen will ich dir die mal erklären. Aber grundsätzlich gilt, wenn du, egal ob du einen Holzboden hast oder einen Linoleumboden oder einen Parkett, einen Laminatfußboden, es kommt auf die Struktur drauf an, ja, beziehungsweise die Oberfläche. Hast du eine glatte Oberfläche, auch Holzparkett, versiegeltes Parkett ist glatt, Linoleum ist glatt, Vinylböden sind glatt, Laminat ist glatt, Kork ist glatt, Kork ist auch versiegelt. Es kommt auf die Struktur drauf an. Die neuen Designerböden, die haben Rillen. Wer das erfunden hat, den könnte ich erschlagen. Entschuldigung, ich habe auch so einen Fußboden. Also ich finde die ganz schlimm, aber ich zeige dir nachher nochmal einen Trick, wie du die putzt. Auf jeden Fall sind da Rillen auf der Oberfläche und das ist eine Struktur. Das heißt, du musst dafür einen anderen Mop nehmen, klingt logisch, der muss ein bisschen flauschiger sein, weil du willst ja in die Rillen reinkommen. Genauso ist es mit Fliesen, mit Struktur. Manche sind rustikal, wellig obendrauf, die haben Dellen. Und manche haben breite Fugen, dann musst du natürlich auch einen flauschigeren Mob haben, der dann so ein bisschen in die Rillen reinkommt. Aber für glatte Oberflächen, ich wiederhole es nochmal, für Hochglanzfliesen, für Linoleumböden, für Vinyl, für Laminat, die glatte Oberflächen haben, da ist tatsächlich der Mob am besten geeignet. Das ist der Wischmob für alles. Das ist die 40er Größe und den gibt es nochmal mit Fransen und wie gesagt ohne Fransen. Und jetzt zeige ich dir auch den, erkläre ich dir auch den Unterschied. Der mit Fransen, den würde ich dir tatsächlich dann empfehlen für Fußböden mit Struktur, mit Rillen oder Dellen bei Fliesen oder breiten Fugen. Ja, und Die Fransen haben die Eigenschaft, also das Material innen ist genau das gleiche, nur dass hier jetzt noch Fransen sind. Die Fransen haben nochmal eine tolle Eigenschaft, dass du auch aus den Ecken die Krümel nochmal rauskriegst oder den Staub. Oder wenn du jetzt, wie bei mir hier auch in der Küche, da ist so ein kleiner Spalt unten vom Fußboden zum Küchenschrank. Da kommt halt so eine Franse nochmal da so unten drunter oder unter Schränke, die flach sind. Da kommst du mit den Fransen halt nochmal gut hin. Von der Putzeigenschaft sind die Möppe gleich. Das Besondere an denen ist auch noch, dass die ein Innenleben haben. Die haben nämlich innen drin drei Lagen. Und ganz tolle Eigenschaft ist, du kannst mit diesem Mop viel Wasser aufnehmen. Ja? Also du machst Wasser aus dem Wasserhahn hier drauf und dann merkst du, der saugt sich voll. Dann tust du ihn zusammenrollen und ringst ihn nur mal kurz aus. Du musst den nicht komplett ausringen, weil diese drei Lagen hier drin, die sorgen dafür, dass nur ganz wenig Wasser abgegeben wird. Du kannst also auch mit so einem Mop versiegeltes Parkett putzen, ja, oder deine empfindlichen Korkböden
Also auch die Böden, die vom Hersteller nicht so, mit nicht so viel Wasser geputzt werden sollen, kannst du beruhigt hier mit verwenden, weil es wird nicht klatschnass. Und also merke, dieser nimmt viel Wasser auf, gibt aber nur wenig Wasser ab. Also ideal, deswegen heißt er auch Wischmopp für alles mit Fransen und Wischmopp für alles ohne Fransen. So, unsere Möppe haben übrigens alle ein Klettband auf der Rückseite aufgenäht, alle, weil unser Mobhalter, das erkläre ich gleich nochmal, unser Mobhalter auch das Klettband hinten dran hat. Und so werfen wir einfach nur den Mob auf den Fußboden, die Platte drauf, ich zeige es nachher mal und fangen an zu putzen. Dann hat diese Möppe für alles von der Firma ACT, die haben in Skandinavien einen Preis gewonnen. Und zwar sind das tatsächlich Mikrofasermöppe mit dem geringsten Mikroabrieb. Ja, das Zeichen habe ich auch auf der Webseite stehen. Das ist in Skandinavien, in den skandinavischen Ländern, wie sagt man denn, aus. Geliehen, nee, wie sagt man, verliehen worden ins Kabinett drauf. Und da sind wohl irgendwie die Bodentücher oder die Mikrofaser alle getestet worden und da haben die Möppe hier gewonnen. Also das nochmal für die Zweifler wegen dem Mikroabrieb, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. So, das sind also die Wischmöppe für alles und ich sage immer, das ist die 40er Größe dabei und die zwei Möppe, die gibt es auch noch in der 25er Größe. Hier sieht man den Unterschied 40 und 25. Die 40er Größe ist die gängige Haushaltsgröße, die empfehle ich immer für einen normalen Haushalt, sage ich mal, normal in Anführungsstriche. Die 25er Größe ist natürlich auch ideal für kleine Wohnungen, für Apartments oder wenn du viele Möbel und Schnickschnack und Dekoartikel in deiner Wohnung hast, ist es natürlich auch mit einem 25er Mob viel einfacher und handlicher. Viele Kunden kaufen sich auch gleich ein 25er und ein 40er Bodenset, quasi nochmal zu der 40er Platte die 25er Platte dabei. Und damit sie austauschen können, weil diese Möppe sind natürlich auch ideal dazu, wenn du deine Fenster putzen willst, deine Dachfenster oder dein Wintergarten. Das ist halt so eine Geschmackssache, 25 oder 40. Ich empfehle dir aber eben die 40er Größe. So, mit allen Möppen kannst du übrigens auch deine Holzwände sauber machen. Oder ich mache ganz gerne, wenn ich nach dem Duschen, dann ab und zu mal nehme ich einfach so einen trockenen Feuchtmob, einen trockenen Feuchtmob, genau, einen trockenen Wischmob. Also der trocken ist und wisch dann da einfach mal mit der Stange, mit der Teleskopstange über meine Wandfliesen. Dann hast du die auch mal sauber gemacht, zwischendurch einfach mal drin und ja, zur Verwendung noch. Ich rede vielleicht jetzt ein bisschen durcheinander, aber lasst euch nicht irritieren. So, das sind die Wischmöppe für alles. Und dann kommt der Wischmopp, der hier für, der heißt nur feucht. Das fällt mir wieder ein. Alle Möppe von ACT sind auch trocken als Besen geeignet. Deswegen heißt der hier auch nur feucht. Ja, das ist kein reiner Trockenmob, also kein Kombimob, der ist nur zum Feuchtwischen geeignet. Und zwar habe ich den extra mal anfertigen lassen. Der hat null Innenleben, also der ist überhaupt nicht starr, fühlt sich an wie ein Tuch, fast wie ein Tuch, hat natürlich auch das Klettband. Und dieser Mob habe ich anfertigen lassen, oder diesen Mob, für meine Kunden, die Arthrose haben, die Rheuma haben, die Handgelenksprobleme haben, die es einfach schwer haben, auszuringen und aus welchen Gründen auch immer keinen Druck mit den Händen aufbauen können. Und der Mob ist eben ganz einfach leicht zu rollen und auszuringen, ohne große Anstrengung. Und der hat halt nur einen einzigen Nachteil. Du kannst mit diesem Mob auch alle Böden putzen.
Ich empfehle dir auch, wenn du Mischböden hast, weil er auch ein bisschen flauschig ist, du darfst nur kein versiegeltes Parkett damit putzen. Also das darfst du nicht, da geht die Versiegelung von ab. Ich teste ja immer alles und ich habe versiegeltes Parkett und das habe ich halt festgestellt. Das ist natürlich kein Nachteil in dem Sinne. Versiegeltes Parkett haben viele zu Hause eben nicht und haben Laminat oder Kork oder Linoleumböden, dann ist der natürlich auch geeignet. Und wie gesagt, eben gerade für Menschen, die Probleme mit den Händen haben, der ideale Mop. Wie gesagt, auch nur zum Feuchtwischen geeignet. Den gibt es auch wieder in 40 und 25. So, und dann haben wir noch ein Wischmopp von ACT, auch ausgezeichnet in Skandinavien und hat auch dieses Innenleben, hat auch verschiedene Lagen. Den habe ich genannt Wischmopp für Grobes. Auch gerade wenn du in der Küche mal gekocht hast und es ist was verschüttet, es ist fettig auf dem Fußboden oder du hast irgendwas Angekneistertes oder du hast eine Party gehabt und ja, hoffentlich kriegen wir bald wieder Partys, dürfen wir Partys machen und du willst mal ein bisschen, da ist ein bisschen schmutziger geworden oder du hast einen Eingangsbereich, wo die Kinder immer mit den Gummistiefeln reinkommen und es ist was angekneistert, angetrocknetes. Dann empfehle ich dir diesen Mop oder wenn du ganz grobe Fliesen hast, also grob strukturiert, so richtige rustikale Steinfliesen, auch für Natursteinfliesen geeignet oder eben für den Outdoor-Bereich, das heißt Terrasse putzen oder einen Keller putzen, da überall, wo viel Schmutz ist, wo es mal richtig eine Sauerei auf dem Fußboden gegeben hat, da empfehle ich dir den Mop für Grobes. Einige benutzen den auch im normalen Haushalt. Das habe ich schon mitgekriegt in der Gruppe. Das ist natürlich auch machbar. Der gibt auch nur so viel Wasser ab, wie nötig. Also er wird auch niemals zu nass putzen. Einfach auch nur Wasser drüber aus dem Wasserhahn kurz ausringen und putzen. Man sieht ja hier, die Fransen, die an der Seite sind, hier bei dem Mob, die sind eben hier auch mittendrin, sodass dieser Mob nochmal richtig gut groben Schmutz oder angekneistertes oder Fett aufnehmen kann. So, den gibt es auch in 40 und 25. Und der ist auch trocken verwendbar, also auch zum Kehren. Dann der Fenstermop und den gibt es auch noch von Wikan, kann ich aber euch sagen, im Mai gibt es den auch von ACT. Also da habe ich den mal ein bisschen Feuer gegeben. Ich will auch so ein Fenstermop. Ich will alles von ACT. Ich will von Wikan gar nichts mehr. Und deswegen macht mir Wikan tatsächlich jetzt, macht mir ACT jetzt tatsächlich auch einen eigenen Fenstermop. Das hier ist eben die gleiche Faser wie das Fenstertuch, fast die gleiche Faser, aber eben von Wikan. Und Wikan und ACT, die waren mal eine Firma, deswegen habe ich die Produkte da auch von Wikan noch im Shop. Nur mal zur Erklärung, warum da manchmal Wikan dran steht. Aber ich will ja komplett wieder zu ACT. Aber die Faser hier ist gleich wie mit dem Fenstertuch. Also das Fenstertuch wurde zum Fenstermop gemacht. So kannst du eben mit diesem ganzen Bodenset auch deine Fenster putzen. Groß lohnt sich natürlich nur, wenn du große Fenster hast. So, dann zum Trockenkehren. Zum Trockenkehren hatte ich ja eben schon erwähnt, die blauen Möppe alle von ACT sind auch zum Trockenkehren geeignet, aber es gibt nichts Besseres zum Trockenkehren als diese zwei Möppe. Das ist zum einen der Trockenmopp von ACT, den es schon immer gab. Viele kennen den auch schon über 20 Jahre, hat hinten auch jetzt ein dunkelgrünes Klettband. Früher war er mal weiß. Und das ist auch ein hervorragender Trockenmopp.
Also den empfehle ich auch sehr gerne, weil er nimmt einfach auch alles auf. Ja, und ich habe jetzt neulich, habe ich gesagt zu jemandem, den kannst du auch nehmen, wenn du Tiere hast, ja. Aber der hier, der nimmt noch mehr die Haare auf. Also gerade wenn du auch lange Haare selbst hast, du musst kein Tier zu Hause haben. Auch ich kenne das Problem, ich habe zwei Mädchen mit langen Haaren. Sind immer mal Haare im Bart. Sichtbar, also dieser Mop nimmt einfach alles auf. Ich habe da auch schon meinen Haarschnitt mit aufgekehrt. Ich habe da ein Video gezeigt. Und dieser Mop ist einfach sensationell. Und ja, so, ich zeige das aber gleich mal und wie das alles funktioniert mit dem Putzen. Wenn ihr waren eigentlich schon die Möppe alle, also total easy einfach. Den Fenstermop gibt es auch in 25, gell? Dass du mit dem 25er Mophalter auch deine Fenster putzen kannst. Der wird auch gerne verwendet, um große Wohnzimmerfenster zu putzen. Und genau, also so, das waren die Trockenmoppe. Jetzt komme ich zu unserem Stiel und dem Mophalter. Also, du bekommst, wenn du das Bodenset bestellst, das in Einzelteile zugeschickt, weil das funktioniert nicht in einem Karton. Du musst es dann zusammenstecken. Und wir machen uns ja immer lustig, wir haben ja so eine kleine Aufnahmeprüfung, weil dann immer mal welche fragen, dass die zwei Teile nicht einander passen. Und das finden wir immer so lustig, weil du bekommst diesen Stiel mit einem Nupsi. Die Petra Erdmann hat diesen kleinen schwarzen Stöpsel so getauft. Der kleine Nupsi hier oben drin, der muss natürlich raus. Sonst kannst du ja die Teile nicht aneinander stecken, gell? Das ist klar. So, bevor ich das aber jetzt mache, will ich dir den Stiel mal erklären, sonst flattert mir der Mophalter hier rum. Dieser Stiel, wie der mir von ACT präsentiert worden ist, wurde gesagt, das ist ein ergonomischer Teleskopstiel. Und dann dachte ich mir, okay, ergonomischer Teleskopstiel, was ist denn damit gemeint? Wenn du ihn in den Händen hältst und damit das erste Mal geputzt hast, dann wirst du gar nicht mehr aufhören wollen zu putzen. Du fliegst wirklich über deine Fußböden, denn es ist tatsächlich so, kein Stiel hat erstens mal diesen Umfang hier. Das ist schon ja, ein dickes Teil, will ich mal sagen, aber dadurch hast du viel mehr Griffigkeit irgendwie und deine Hand strengt sich auch nicht so an, den festzuhalten. Also ein klitzekleiner Unterschied eigentlich, aber mit großer Wirkung. Das wirst du dann auch merken, wenn du dann selber merken, wenn du damit mal putzt. So, dann kann man den natürlich ausfahren, gell? 1,05 m bis 1,89 m, also fast 2 m. Dann hat er hier ein Plastik-Kunststoffteil mit so einer Scheibe dran. Haben sich bestimmt schon einige gewundert, warum hier so eine Scheibe dran ist. Das hat auch einen Grund. Du sollst nämlich beim Putzen mit der Hand hier oben bleiben und nicht hier runterrutschen, weil dann kommst du in die Bückstellung, in die Bückhaltung und dann arbeitest du nicht mehr rückenschonend. Also diese kleine Scheibe verhindert einfach, dass du mit der Hand hier oben bleibst. Und dann ist hier was Einzigartiges und das finde ich einfach so großartig, diese Kugel hier. Diese Kugel, die dreht sich. Sieht man das? Die Kugel dreht sich und das ist einfach so angenehm, wenn du deine Achter schwingst und hin und her durch den Raum fliegst, ja, dann hältst du diesen Teleskopstiel einfach nur hier in deiner Handfläche und es bewegt sich alles wunderbar mit und du verstauchst dir nicht die Hände. Du hast keine Schmerzen im Handgelenk. Es ist so schonend für deine Handgelenke. Nur diese Kugel hier oben. Und ich zeige das gleich, wie man damit putzt. Und das finde ich einfach sensationell. Und da sind mir auch wieder so viele dankbar,
die tatsächlich Probleme mit Arthrose oder Rheuma haben, dass es einfach total easy geht. So, nun wird auch oft gefragt, wie kriege ich die Stange denn da raus? Gell? Da gibt es einen Trick. Aufgepasst. Du kriegst das so angeliefert und das ist festgedreht. Dann nimmst du wenn du Rechtshänder bist, nimmst du deine linke Hand und hältst dieses Teil fest. Hier unten das. Und hier steht Open und Close drauf. Mit der rechten Hand hältst du hier fest und drehst das zu deinem Bauch, zu deinem Körper. Dann geht das auf. Das hier ist die Hülle. Das Weiße ist die Hülle um diese Stange. Du musst einfach nur hier festhalten. Und dann dreht sich das raus, das zieht sich raus. Und dann machst du das so, dass das immer schulterhoch ist. Also, wenn du stehst, muss die Stange mit deiner Schulter abschließen. Das ist die richtige Größe, um rückenschonend zu putzen. Und das Festdrehen passiert dann auch wieder ganz einfach. Du hältst das fest hier, das hältst du starr und drehst dann zu close vom Körper weg. Und dann ist es fest. Hier rutscht nichts mehr, ja, und die Stange bleibt in der Position stehen. So, dann nimmst du den Mophalter, den will ich auch noch mal kurz erklären. Der Mophalter, Moment, Stange hier hinlegen. Nee, machen wir mal so. So, der Mophalter. Der Mophalter ist aus Carbon, ziemlich dünn. Ich glaube, das sind nur 4 mm oder sowas. Also er kommt super unter die Schränke. Dann hat er zwei Schutzkappen hier rechts und links. Da. Und die dienen dazu auch, um diese Klettbänder auszutauschen. Du kannst diese Schutzkappe hier abmachen. Die stecken hier fest mit so einem kleinen Plastiknipsi hier drin, Nupsi hier drin. Und dann können sich diese Klettbänder hier, die kannst du dann rausziehen. Beide Klettbänder sind austauschbar. Also wenn die mal mit der Zeit verhaaren oder verfusseln, dann kannst du natürlich mal versuchen, die Haare rauszuholen, aber du kannst auch neue kaufen und die ersetzen. Genau, da muss nur eine Seite abgemacht werden, um diese Klettbänder rauszuziehen. Genau. So, dann gibt es hier ein Gelenk. Und das Gelenk, das brauchst du ja, um leicht zu schwingen nachher, zu putzen. Und das kannst du feststellen, indem du hier diesen Riegel nach oben schiebst. Da ist so ein Riegel dran. Ups, das schaffe ich gerade nicht. Ah nee, muss draufdrücken. Doof. Das mache ich nie. So, also draufdrücken und nach oben schieben. Und dann kippelt der nicht mehr hin und her. Er kann sich nur noch so bewegen, aber kippelt nicht mehr nach rechts und links. Gell? Bleibt dann starrer. So kannst du über Kopf arbeiten oder eben deinen Wintergarten, wenn du dann mal oben die Scheiben sauber machen willst. So, das geht dann ganz einfach. Hier sind ja die Löcher. Und wenn du diesen schwarzen Nupsi rausgemacht hast, dann muss das einfach nur hier rein. Die weißen Nupsis hier müssen in diese Löcher da, bis die wieder rausgucken. Klack. Und dann hängt der hier fest an der Stange. So, und jetzt legen wir mal los. Den benutze ich natürlich jetzt nicht. Guck mal hier. Kann der Uwe mal rumdrehen. Mein Mop steht immer in der Küche, in der Ecke, immer griffbereit. Den neuen tue ich aber mal weg. Und da kann ich euch schon sagen, dieses Bodenset, was ich jetzt euch vorgeführt habe, habe ich ja jetzt aus der Verpackung genommen. Und das ist der Preis, wenn die Challenge zu Ende ist, dann verlose ich unter allen Vorher-Nachher-Fotos nochmal dieses Bodenset. Ist das nicht toll? Gell? So, also hier habe ich jetzt mein Bodenset und ich habe hier meinen Trockenmop. Den habe ich schon, weiß ich nicht, 100 Mal gewaschen. Keine Ahnung,
ist auch ein bisschen schon verfärbt, weil ich bin so bin, das ist immer so ein bisschen problematisch bei mir. Auf jeden Fall, jetzt war ich zu schnell, Entschuldigung, Nee, ich kann Uwe. nicht weiter zurück. Ach, du kannst nicht weiter zurück, soll ich hier hin? Ja, Entschuldigung, ich gehe hier hin. So. So, das ist mein Trockenmop. Den werfe ich jetzt einfach auf den Fußboden. Dann mache ich die Platte drauf und fertig. Hast du das gut mit drauf? So, und dann fange ich natürlich immer an also wenn ich feucht putze, tue ich immer kehren, beziehungsweise das mache ich jeden Tag. Jetzt kriegt kein Schreck. Ich habe jetzt die ganze Woche nicht einmal gekehrt, weil ich euch das vorführen will. Ich kehre mit diesem Mop. Ja, das ist mein Besen. Guckt mal. Hier komme ich unter die Heizung. Ich drehe ihn da hinten rum. Dann kann ich ihn hochkant nehmen hier. Da hinten ist auch ein fürchterlicher Dreck, sehe ich gerade. Das ist Lucys Hundeecke. Da ist eigentlich immer der Hundenapf. Aber ihr seht das, dass ich hier auch so ein bisschen die Fußleisten mitmachen kann, wenn ich da ein bisschen gegenstupse. Ich kann auch mal hier oben drauf. Guck mal hier, wie der Staub abgeht. So. Und dann kehre ich aus dem Raum raus, die Krümel vor mir her. Ganz easy, einfach. Ich komme hier unter die Bank, bis hinten dran, drehe nochmal rum. Jetzt hakt er. Na, das ist ein Vorführeffekt. So, also, weil ich zu langsam mache. Ich hole mir hier die Krümel, kann um die Stuhlkanten rum. Dann nimmt er auch den Staub, da hängt ja auch immer manchmal ein Gefusel dran. So, hol den hier so her, den Schmutz immer zu mir her. Dann hole ich mir das Häufchen wieder her, kehre alles zusammen, komme hier an den Schrank hier unten dran. Der Mop steht auch ein bisschen über der Platte drüber, also der ist größer als die Platte. So, seht ihr den Dreck? Jetzt machen wir hier noch mal ein bisschen, dass man sieht hier, wie schön er um die Tischbeine geht. So. Ich mache das natürlich ein bisschen langsam, damit der Uwe mit hinterherkommt mit der Kamera. Normalerweise geht das viel schneller. Auch hier ist Schmutz. Guck mal. Dann nehme ich das Häufchen und kehre es einfach wieder weiter. Hier ist nichts dahinter, gar nichts. Dieser Mob kehrt einfach alles auf. Und das ist der einzigste Nachteil, der kommt jetzt. Dass ich natürlich jetzt ein Häufchen hier habe und müsste jetzt eine Kehrschaufel holen und das aufkehren. Gut, das ist der einzigste Nachteil zum Staubsauger, aber trotzdem finde ich den, favorisiere ich einfach, die Methode zu kehren, als einen Staubsauger zu holen, weil ein Staubsauger wirbelt wieder Staub auf und ein Trockenmop nicht. Guck mal, ich zeige nochmal hier, da bleibt nichts zurück hinten. Der nimmt den ganzen Schmutz auf. Ich kann das hier kehren. Es bleibt einfach alles da. Also dieser Mop nimmt einfach alles mit. Und ja, diese Reinigung, das ist wie eine antistatische Wirkung. Und deswegen wird kein Staub aufgewirbelt. Und viele Hausstauballergiker, die freuen sich auch über diesen Mop. Eben weil sie den Staubsauger nicht mehr brauchen und den hässlichen, fürchterlichen Küchenbesen, der ist auch Vergangenheit. Ja, der macht einfach viel besser sauber. Ich habe ja schon etliche Videos gedreht, wo ich Mehl aufgekehrt habe oder Haare. Also ich finde das fantastisch. Und der steht eben bei mir in der Ecke. Und tja, jetzt muss ich natürlich einen Staubsauger holen.
oder das Kehrblech und das Auffegen. Und ich habe ja eine Erfindung im Kopf. Ich möchte gerne hier ein Loch in die Ecke machen. Und da muss so eine kleine Schale sein, da drückt man mit dem Fuß drauf, da geht der Deckel auf. Das habe ich mal beim Friseur gesehen. Und dann kehre ich einfach den Dreck da in das Loch und fertig bin ich. Aber gut, da muss ich in die Höhle der Löwen und mal eine Erfindung zeigen oder erstmal einen Ingenieur, der mir das baut. Egal. Auf jeden Fall, das ist so der einzigste Nachteil. So, jetzt habe ich den Mob hier. Was mache ich jetzt damit? Also so sieht es jetzt hier hinten aus. Ich habe ja gleich hier neben der Küche meinen Balkon. Dann ziehe ich den ab und gehe raus. Also ich ziehe den erst draußen ab. Ich muss halt hier wegen der Vorführung. Ich ziehe den draußen ab und dann schlage ich den gegen den Balkon und fertig. Diesen Mob, den wasche ich vielleicht 5, 6, 7 Mal im Jahr. Ja, wenn ich den richtig ausgeschleudert habe. Gegen den Balkon, gegen das Balkongeländer geschlagen habe, dann ist der schon gut sauber. Und dann habe ich habe 2 Teppiche nur im Wohnzimmer. Wenn ich da dann mal sauge, dann kann ich auch mal hier mit dem Staubsauger drüber fahren. Halte ich ihn mit dem Fuß fest und saug hier einfach mal drüber. So, das ist die Trockenreinigung von Easy Clean. So kehrt man, so saugt man. Das ist der geräuschlose Staubsauger. Und einfacher geht es doch nicht. Und wie gesagt, jetzt guckt euch meinen Fußboden an. So ein bisschen tut der Trockenmob auch schon mal polieren und so ein bisschen tut er auch schon mal reinigen. Also du sparst dir auch eventuell sogar die Feuchtreinigung, wenn du mit diesem Trockenmob vorher kehrst. So, aber ich will euch ja jetzt noch zeigen, wie ich feucht putze. Den tue ich jetzt mal raus aus die Küche, aus der Küche. So, dann nehme ich heute mal, ich habe ja alle Möbel in Gebrauch, aber heute nehme ich dann mal den Feuchtmob. Nur feucht heißt der ja im Shop. Das ist der, der kein Innenleben hat, der leicht auszuringen ist. Den nehme ich jetzt hier für meinen Fußboden. Das ist, wie nennt sich der Boden? Linoleum? Vinyl. Ein Vinylboden ohne Rillen. So, den mache ich auch wieder einfach nur nass. So, werf ihn auf den Boden. Platte drauf und einsatzbereit. Und auch hier fange ich wieder an, von hinten zu putzen. So. Und zwar will ich euch jetzt die Technik vom Putzen mal zeigen. Also ich tue jetzt natürlich auch da hinten hin, aber das mache ich jetzt nicht. So, wenn ich jetzt hier vorne bin, dann zeige ich euch noch mal die Technik. Wie einfach leicht ich hier drüber schwinge und meine Achter kreisen kann, ja? Und habe ich dann noch mal einen Fleck hier, habe ich dann noch mal einen Fleck, dann kann ich auch hier auf die Kante, dafür sind die da, hier diese Schutzkanten. Dann gehe ich mit dem Fuß drauf und wische mal hier lang, wenn da ein Fleck ist. So, und jetzt die Kugel. Also, wenn ich Rechtshänder bin, dann greife ich mit der linken Hand hier unten hin und hier oben, meine Hände sind nass, und hier oben habe ich die Kugel zurück. Uwe sagt, ich soll zurückgehen nochmal ins Nasse. So, dann habe ich meine Hand und die Kugel tue ich hier in die Hand rein. Und mit der Hand, mit der linken Hand, wenn ich das, ich bin ja Rechtshänder, mit der linken Hand führe ich den Stab, ja, und kreise damit in Achterrunden hier über den Boden oder fliege über den Boden. Und dadurch, dass die Kugel ganz locker in meiner Hand ist, ist das komplett gelenkschonend. Also auch hier mit der Griffigkeit am Stiel. Also ich sag euch ja, es gibt nichts Einfacheres, wirklich. Und so kann ich hier schwingen hin und her. Und ihr seht, ich habe jetzt einmal so geputzt und dann putze ich einmal so.
Das macht hier auf so einem glatten Boden keinen Unterschied. So. Und jetzt ist der Fußboden sauber. Da gebe ich euch jetzt auch einen Tipp mit. Jetzt sieht man ja die Feuchtigkeit auf dem Fußboden. Und da empfehle ich euch, wenn ihr nicht zu viel Kalk im Wasser habt, gell, dann kann das jetzt abtrocknen. Das wird glänzen. Habt ihr aber viel Kalk im Wasser und putzt du auf einfarbigen Fliesen, dann wirst du, wenn du das so abtrocknen lässt, eventuell die Kalkränder sehen. Dann empfehle ich dir, tatsächlich jetzt noch mal drüber zu gehen mit einem trockenen Mop, mit einem Wischmopp für alles zum Beispiel oder mit dem Fenstermopp und das noch mal abzutrocknen. Ich muss das hier jetzt auf dem Fußboden nicht machen, weil hier sieht man die Wasserflecken nicht. Aber ich habe schwarze Hochglanzfliesen im Bad und wir haben so viel Kalk im Wasser. Ich muss, wenn ich da feucht geputzt habe, immer noch mal abtrocknen. Hier auf dem Fußboden macht das nichts aus, da sieht man keine Wassertropfen. Also das ist dann auch wieder so, da kann man nicht pauschal sagen, du musst das abtrocknen, sondern es kommt halt darauf an, wie viel Kalk du im Wasser hast und wie dein Fußboden, was für eine Farbe er hat oder wie er aussieht. Das muss man einfach mal testen. Aber in der Regel, wie hier jetzt, lässt du es einfach abtrocknen. Und du wirst sehen, ich putze nur mit Wasser und es glänzt, da wirst du deine Freude haben. So, und jetzt gucken wir uns nur noch mal den Fußboden. Jetzt müssen wir nur mal ein bisschen aufpassen. Einmal drehen, du hier rein, ich hier raus. Ich will nur mal zeigen hier, dieser Fußboden, der hat Rillen. Das sind diese neuen Designerböden oder wie sie sich schimpfen, das ist Laminat. Und das Putzen ist tatsächlich nicht schön auf diesen Fußböden. Das ist aber jetzt egal, welcher Mob. Und da empfehle ich dir tatsächlich auch so ein bisschen dann den flauschigen Mob hier, entweder den zum leicht ausringen oder den für alles, weil du musst jetzt hier auch mit der Rillenstruktur putzen, ja? Also immer so die Achter ziehen, in der Rille drin. Wenn du so putzt, dann ist das total stumpf. Dann bleibst du hängen. Das ist richtig anstrengend. Das ist mit jedem Mob so. Also wenn ich quer zu den Rillen putze, ist das echt anstrengend. Du musst mit den Rillen putzen, verstanden? Also in Richtung der Rillen, so wie die Rillen sind und nicht so. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist so nochmal mein Tipp. So, dann zur Reinigung. Machen wir den Mop einfach wieder ab. Dann gehen wir zum Wasserhahn. Du musst die Möppe nicht immer nach jedem Putzen gleich in die Waschmaschine tun, weil erstens mal ist es nicht notwendig. Du kannst den so wunderbar auswaschen unterm Wasserhahn. Und zweitens, mit jeder Wäsche nutzt sich auch das Klettband hier hinten ab. Das ist das einzigste Problem, was an dem Mob ist, dass sich das Klettband eventuell abnutzen könnte. Muss aber nicht sein. Ich habe Kunden, die putzen auch schon 20 Jahre mit den Möppen. Aber das Klettband, das weiß man ja auch von Turnschuhen oder und so weiter, dass sich das abnutzen kann. Also nicht nur am Klettband am Mophalter, da passiert das selten, da ist eher eine Verschmutzung schuld dran, dass ausgewechselt werden muss. Aber die Möppe können mit der Zeit irgendwann nicht mehr haften am Mophalter. Ich habe auch schon Kunden, die haben sich ein neues Klettband hier dran genäht. Also so lange halten die Möppe, dass sich das lohnt, ein Klettband nochmal dran zu nähen. Aber ich habe es noch nie gebraucht. So, jetzt habe ich den schmutzigen Mop hier und den wasche ich einfach mal aus. Und dadurch, dass ich natürlich auch schon mal vorher trocken gekehrt habe, ist ja jetzt hier gar nicht so viel Schmutz drin. So, ich spüle ihn einfach nur mit Wasser aus. So, und dann lege ich den hier drüber und dann kannst du auch mal noch mal, also ich würde ihn jetzt weg hängen zum Abtrocknen.
So schmutzig ist er nicht, das habe ich alles ausgewaschen. Wenn du aber viel Schmutz hast, dann nimmst du einfach das goldene Schwämmchen mit fließend Wasser und gehst mal hier so drüber. Und kehrst den mal hier oder streichst den mal hier so aus. Das geht auch total einfach. Oder, Moment, hupsi, hier mein Saugwundertuch, das brauche ich in der Küche. Ah, so schnell geht das. So, oder du nimmst den Easy-Käfer und hiermit kannst du auch einfach mal hier drüber fahren. Ja, und dein Mob ist wieder sauber, ringst den aus und hängst ihn gut zum Trocknen auf. Irgendwo, weil wo es nicht schadet, wenn es tropft, weil der wird noch ein bisschen austropfen. Und fertig ist es. Alles total easy. Und jetzt habe ich hier meinen neuen Vanilla-Duft, der gestern gekommen ist. Ein kleiner Tipp, wenn du ja so jemand bist, der gerne riechen möchte, dass es sauber ist. Aber denk dran, sauber riecht nicht. Könntest du jetzt ein Tröpfchen ätherisches Öl oder einen Zitronenduft, reicht aus, ein Tropfen einfach hier auf den Mob vor, bevor du putzt, macht dem Mob gar nichts. Kleiner Tipp von mir, wenn du gerne möchtest, dass es riecht. So, die Möppe können gewaschen werden, auch gekocht werden bei bis zu 90 Grad. Die dürfen auch in Trockner, aber das ist alles nicht notwendig, finde ich. Ich wasche meine Möppe manchmal auch nur bei 30 Grad, 60 Grad und das war's. Ich wasche ganz selten bei 90 Grad. Mit normalem Vollwaschmittel, genauso wie die Tücher auch, wie die Multizwecktücher, genauso waschen. Und kannst auch bei Fußmatten mal dabei legen und dann zum Trocknen aufhängen. So mache ich das. Bei mir wandern die Möppe auch nicht in Trockner. Die hänge ich einfach dann unten in der Waschküche auf und dann trocknen sie. Was wollte ich noch sagen mit Easy Aktiv? Genau, die Möppe, genauso wie die Tücher, die freuen sich, wenn sie auch mal ab und zu mal in Easy Aktiv eingelegt werden. Auch vielleicht mal einmal im Jahr. Dann blustern sich die kleinen Härchen wieder auf, die werden auseinandergezisselt. Und genauso wie die Tücher ist der Mob dann wieder flauschiger. Und dann pflegst du halt deine Möppe auch mal mit Easy Aktiv. Und dann freust du dich über hoffentlich 20 Jahre Putzen mit Easy Clean. Gell? So. Das war's. Danke fürs Zugucken. Hat mir mal wieder eine Freude gemacht, euch zu zeigen, wie einfach putzen gehen kann. Und ich hoffe, ich konnte alle Fragen erklären. Ich mache mal ja keine Notizen, sondern rede einfach drauf los. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich, heute Abend kommt die Jutta Weiland zu uns um 18 Uhr, auch ein interessantes Thema. Jutta war auch schon ein paar Mal bei meiner Challenge dabei. Dabei geht es um unser Immunsystem und wie wir unseren Darm stärken. Ist, glaube ich, zu Ende. Ist zu Ende? Ja, okay. Der Akku geht, ne? Ich wünsche euch alles, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns heute Abend, ja? Tschüss! Ja, das war eine Stunde. Das Laptop ist das Problem.